Videocheck. Ich bin's, der Paul von Videocheck, und heute geht es um einen Ofenthermometer. Hundertprozentig das Teil, denn ich kann jetzt endlich wissen, ob mein Braten auch richtig durch ist. Wie einige wissen, bin ich gelernter Fleischer und habe oft mit Thermometern gearbeitet und kann auf jeden Fall sagen, ob das gut oder schlecht ist, was ich hier sehe. Und die meisten Thermometer, die man kauft, sind grottenschlecht. Worauf man dabei achten sollte auf ein gutes Bratenthermometer, werde ich euch jetzt mal zeigen. Also ganz wichtig bei so einem Thermometer ist natürlich, dass das Kabel nicht fest im Gerät verbaut ist. Denn das Kabel ist immer der Schwachpunkt von so einem Gerät. Das Problem ist, man macht die Backofentür auf, zu oder wie in der Fleischerei, den Brühschrank oder sonst irgendwas. Und hinterher ist das Ding Schrott nach einer gewissen Zeit. Dieses hier ist sehr gut gearbeitet. Das ist Edelstahl ummantelt. Da ist so eine Faser umzugewebt. Und da kann man auf jeden Fall sicher sein, dass es lange hält. Und hier sehen wir einen AUX-Stecker, und den AUX-Stecker können wir in das Gerät reinstecken. Und so arbeiten alle guten professionellen Geräte. Was natürlich geil ist an diesem Ding, dass wir das Ding neben dem Backofen hängen können, denn es ist mit Magnet hinten dran. Und das ist auf jeden Fall ganz wichtig, denn sonst liegt es irgendwo auf dem Tisch, fällt runter und ist ebenfalls kaputt. Und hier haben wir unser Thermometer, und gemessen wird immer in der Spitze bei so einem Thermometer. Und das Schöne auch hier aus Edelstahl, denn wir arbeiten schließlich mit Lebensmitteln, wenn wir so ein Ding benutzen. Und deshalb 100%ig. Immer darauf achten, ungefähr abschätzen, dass der Mittelpunkt von diesem Braten erreicht wird oder von dem, was ihr auch immer messen wollt. Denn in der Mitte wird die höchste Temperatur erst zum Schluss erreicht. Und den Punkt wollen wir natürlich auch genau haben. Und natürlich, ohne Batterien läuft nichts, und haltet euren biologischen Fußabdruck so gering wie möglich. Benutzt deswegen Akkus fürs ganze Haus, und für alle Geräte habe ich diese N-Loops-Akkus, oder wie die sich auch immer schimpfen. Die sind wiederaufladbar und funktionieren sogar besser als die gekauften Batterien. Die halten richtig lange durch. Link ist dazu natürlich auch unten in der Titelbeschreibung, und natürlich genauso zu dem Thermometer. So, wir haben das jetzt eingeschaltet. So, da haben wir unser tolles Gerät, und wir haben hier zwei Temperaturstufen. Und zwar einmal die Alert, also die Alarmtemperatur, das ist die linke hier. Das ist die Temperatur, an dem das Gerät anfängt zu piepen, wenn die Temperatur erreicht ist. Und dann einmal die Kochtemperatur, also die aktuelle Temperatur, die wir gerade haben im Braten oder wo auch sonst. Also es ist ganz schön schweinekalt. Ihr seht, unter welchen widrigen Umständen ich hier arbeiten muss, um meine Tests auszuführen, damit ich meine Frau in der Küche in Ruhe lasse, um ihr Gerät, was sie später benutzt, zu testen. Durch längeres Drücken schalten wir den Apparat an. So, dann haben wir hier einmal die Alarmtaste. Alarm angeschaltet, erscheint oben im Display, oben links ein kleines Nupsi-Dingsbums. Und wir haben ihn auf 10 Grad gestellt. Aktuell haben wir es 5 Grad. Und die Temperatur, also die Kerntemperatur, die wir mit dem Thermometer erreichen wollen, wo dann der Alarm ausgelöst wird, die können wir hier einstellen. Wir halten das Thermometer in der Hand. Und zack, haben wir unsere Temperatur erreicht. Und das Gerät schlägt Alarm. Wir sind jetzt schon weit drüber, und der Braten ist verkocht oder ver... So, der Braten ist jetzt schon längst abgekackt, wenn das so weit ist, ne? Ne, funktioniert hundertprozentig. Und natürlich wieder ordentlich in die Kiste packen. Und ansonsten ist alles sehr funktionell und natürlich auch sehr hygienisch. Wir haben hier das aus Edelstahl gearbeitet, das kann man super abwischen. Und damit kriegt man auf jeden Fall kein E-Hack oder sonst irgendwas. Es ist noch Kocken, irgendwelche Kocken oder... Milzbrand, ne? Masern oder Marzipan, gibt's alles. Ne? Also für mich hat das Teil auf jeden Fall alle Kriterien erfüllt. 5 Points von mir und auf jeden Fall eine absolute Kaufempfehlung. Link davon ist wie immer unten in der Titelbeschreibung. Ich sag dann bis bald, euer Paul vom Videocheck. Lasst ein Abo da, Daumen nach oben, dass du keinen weh, und wir sehen uns beim nächsten Mal auf diesem Kanal.